14,40 Meter ist er oben aufs Well. Oh, komplett abgerundet. Sendet! Ja! Scheiß mir gerade komplett in die Hosen. Nein! Nein! Moin oder was und herzlich willkommen zu einem neuen Video, welches in Frankfurt spielt und zwar wieder mit den Jungs von Skill Mode. Wir sind allerdings noch nicht in Frankfurt, weil unsere GoPro-Faxen geschoben hat, haben wir leider keinen Intro-Shot. Wir schicken euch jetzt aber rüber zum Frankfurt oder was? Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Wir gehen halt kühle nass jetzt abtauchen und dafür können wir natürlich nicht direkt reinhechten, sondern müssen einen sketchy Weg hier gehen. Guckt euch das an, ey. Das ist komplett gefährlich, Alter. Da sehen wir nicht. Aber fürchterlichen Weg haben wir hinter uns gelassen. Wir hätten jetzt noch ein bisschen mehr fürchterlichen Weg vor uns, aber wir, glaube ich, springen einfach rein. Ja, ja, hier ist tief genug. Und Sende. Erstmal eine Runde abtauchen hier. Ja, sehr Hunger. Das Problem ist, von uns kann auch einfach keiner. Ja, das ist gar kein Boden. Ja, du musst runter. Da sieht man den Weg. Da ist ich da gar nichts. Ja. Also kein Boden. Ist safe. Wir springen. Also die Höhe der Brücke, die ist schon solide. Das sind mal gute 12, 13, vielleicht auch 14. Was? Wir tauchen das Ganze jetzt noch hinter der Brücke ab, weil wir ein Rope-Sting befestigen wollen. Und falls wir das zu früh loslassen, wäre gut, wenn hinten auch tief ist. Und auch tief, ja. Auf jeden Fall. Man muss halt hier extrem schauen, dass man in der Mitte bleibt. Also wir müssen das Rope echt krass in der Mitte. Ja. Weil ich glaube, die Felsen fangen auf jeden Fall hier schon so an. Weißt du? Ich glaube, hier kannst du nicht mehr. Weißt du, du musst wirklich. Warte mal, was ist da? Ja, hier ist auch irgendwas. Sieht man schon hier von hier. Also da ist komplett Felsen. Boah. Und warte. Ja, also es ist wirklich so 2 Meter breit, wo dir nichts passiert, aber alles andere ist ungemütlich. Also das heißt, das geht, das Rope wird schön mittig angebracht und dann könnte das hier funktionieren. Aber sketchy ist es. Wieder oben auf der Brücke angelangt, checken wir erstmal aus, wie hoch das ganze Ding eigentlich ist. Ja, dann kurbeln wir schön nach. Jetzt ist er drin. Was haben wir? 14,40 Meter ist er oben aufs Well und da unten sind es 13,30 Meter. Also der Dropswing wird auf 13,30 Meter befestigt. Alter Lachs, ey, und wir sagen noch, das Wasser, weil das so richtig schön dreckig und grün ist, sieht das nicht so hoch aus. Wollten eigentlich nicht abmessen, damit das auch schön im Kopf ist, so ist er nicht so hoch. Aber 14 Meter in eine Birne zu haben, dann ist das doch schon wieder eine Überwindung, sich da runter zu schmeißen, verdammte Axt. Egal, rein da. So, an das Rope muss natürlich ein Rückholseil dran, deswegen schmeiße ich das einfach komplett weit nach vorne und dann wird das hoffentlich einmal unter der Brücke her schwingen, nach hinten und dann können wir da ganz einfach das Rückholseil dran knoten und ja. Und da wartet Stefan und fängt das Vieh. Okay. 1, 2, 1. Oh, knappe Kiste. Versuch Nummer 2. Oh, Headshot. Wir haben das Ding! So, das Seil, das hängt. Ich werde mich jetzt da unten auf Filmposition begeben und das Ganze mit einem schönen Backflip einmal einläuten und besuchen gehen. Und dann geht das hier in eine absolute Madness. Schmeiß ich mal wieder rein, das kühle Nass, aber. Im kühlen Nass angekommen. Gehe jetzt auf Kameraposition. Ruder auf, oh rein, in absolute Madness. Ja gut, ich stehe jetzt hier am Geländer. Es ist tatsächlich eine harte Nuss. Ich zeige euch auch mal, warum das eine harte Nuss ist. Zwar
Perfekt. Perfekt. Gut, dass ich meinen Fuß auf dem Rückholseil habe. Ist das tatsächlich jetzt einer, der mitdenkt? Ja gut, jetzt habe ich dein Rückholseil zurück. Ziemlich wack ist es, wenn du hier stehst, du springst halt, musst in der Luft mit der linken Hand dran greifen und dann musst du halt den Impact einmal mit den Armen irgendwie abfangen und dann kannst du überlegen, was du dann halt machst, wenn du vorne bist. Du musst halt loslassen irgendwann. Ich denke mal, ich mache ein Double, weil ein einfacher Salto habe ich das Problem. Ich glaube, das haut mich völlig auf den Rücken drauf. Muss ein Double machen, glaube ich. Ja, das können einfach ein Einzelner zu können. Das ist eine die Aktion 1. Ne? Ja, nee, ich habe es gerade genau andersrum begründet. Ein einfacher ist schon härter als ein Double, glaube ich. Ich wünsche dir einen guten Fluch. In dem Sinne geht es dann jetzt auf Weg rein in den ersten Jump. Und ich bete zu Gott. Das ist das erste Rope Swing dieses Jahr und dann direkt so ein abgefucktes. Es ist so ekelhaft hier zu stehen, Alter. Aber macht ja auch Bock, wenn er einmal gemacht hat. Ja, Bock macht es, aber halt nur, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, Digga, dann habe ich einen. Hast du halt keinen Bock. Dann habe ich halt keinen Bock. 3, 1, wendet. Geil! Ja! 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 Wuhuhu! Wow! Alter! War das ein Feeling! Ja, Junge! Digga, ich dachte, ich mache einen Krippel aus Versehen. Das Wasser kam einfach nicht. Alter Lack! Also das Zurückspringen und das Festhalten geht tatsächlich echt klar, ne? Ich wollte da Belay machen. Ich mache den ersten. Ich öffne. Ich guck und ich hab gar nichts mehr gerafft, das war so hoch. Mach den zweiten und dann dachte ich mir so, Digga, wenn ich jetzt zack, ist ein Kürpel, das ist wirklich geisteskrank, da kannst du völlig eskalieren an dem Ding. Es sah so gestört aus von hier, das kann ich nicht oft genug sagen. Ich glaube, der nächste kommt gleich irgendwann, aber das muss man erstmal verkraften, so ein Verhältnis. Rainer! Bereit? 3, 2, 1, send it! Alter Bär, das ist ja wirklich. Oh oh. Der Wahnsinn ist das. Der Typ war locker auf 10 Metern oder was? Aber die Gefahr zu überdrehen ist riesig. Ja, das ist echt das Scarieste, dass ich nicht weiß, was ich mache. Weil eigentlich Double, okay, aber für so einen ersten Sprung in der Saison vom Seil überhaupt, weiß ich nicht, ob ich den so gut kontrollieren kann. Und dann denke ich mir, wenn ich einen einfachen mache. Bisschen wack auch, aber irgendwie auch. Ist auch irgendwie krass so. Scheiße. Ich bin ready. Alter. Alter! Ui! Alter, ich hab die Augen zugemacht! Digga, ich dachte, du machst einen Triple! Dachte ich auch, ehrlich! Hab ich zu früh losgelassen? Du hast perfekt losgelassen, du hast einen Volltakt gemacht, du hast so durchgetakt! Komplett vergraben zwischen meinen Beinen. Ich wollte gar nichts mehr wissen. Weiß nicht, ich hatte Angst davor, es zu sehen. Ja gut, das kann ich verstehen. Du bist da so schnell runtergehechtet. Ich wollte mir jetzt eigentlich einmal angucken, wie das ist. Und da warst du schon hier im Triple. Aber hast doch noch vor dem Triple geöffnet, verdammte. Geiles Brett. Geil, Alter. Markus hat es hinter sich gebracht. Jan ist jetzt auch auf dem Weg nach oben. Philipp, Jan, Etienne müssen noch. Das ist der absolute Wahnsinn. Bis jetzt noch kein Single-Flip. Also mal gucken. Vielleicht traut es noch einer, keinen Double zu machen. Hast du schon mal einen Rope-Swing so in der Art gemacht? Na, nie von so einem Drop-In. Nie. Ja, wird dein erstes Mal. Junge. Okay, ich bin gespannt. Ich filme erstmal natürlich von hinten. Erstes Mal 13 Meter, Kleine. Rein in den Alter! Vorne nach hinten. Du kannst nicht zu weit springen. Direkt 3, 2, 1. Fuck you! Oh. Yeah! Digga, der Single Flip! Noch 10 weniger Bock als vorher! Wie hast du das denn gemacht? Ich check's gar nicht gerade, Alter. Den müssen wir uns aber wirklich nochmal in Zeitlupe angucken. So, Philipp schmeißt dich noch ein zweites Mal jetzt rein. Fuck, ich weiß nicht mehr, Mann. Ich weiß die Sachen nicht mehr. Das ist er jetzt. 3, 2, 1, send it! Ja! Ja! Wow! Komplett.
Alter, scheiß Einlauf. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt müssen Etienne und Jan sich da langsam dran trauen. Insane. Absolut insane, die Scheiße. Ich glaube, jetzt komme ich. 3, 2, 1. Sendet! Unterdreht! Oh, das war die Schelle meines Lebens, Alter! Ja, ein Double A üben wir aber nochmal, ne? Boah, das hat so gescheppert, das ist so geil, ey! Das erste Mal ist immer das Schlimmste. Das erste Mal ist das Schlimmste. Schau, das gehen raus an meine Gay Bay Boys. Gay Bad Boys. Like, shout out to all my bad gay boys, man. Could not do that, to be fair. 3, 2, 1, go! Alter, komplett abgerutscht, Alter. Oh, mein Arschloch. Ehrlich. Oh, mein Arschloch, echt. Ah, der komplette Arschsteißbein, alles. Oh, ich muss gerade echt die Scheiße drin, Alter. Das Rope, also diese Stange hat sich echt, die ist ja so oval, ja. Die hat sich echt irgendwie so weggedreht. Ganz komisch, das hatten wir noch nie. Also wir beiden sind wirklich die besten Rope-Swinger EU-Welt. Wenn ihr mal so einen richtig geilen Swingerclub öffnen wollt. Dann kommt zu Schlappen. Zu Ette und mir. So, jetzt sind alle einmal am Rope geschwungen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie wir hier überhaupt die ganze Zeit hochklettern müssen. Das ist nämlich insane, wie man hier hoch muss. Ja, es geht garantiert an. Überall mit dem nassen Körper rutscht hier auch überall. Den schlammbedeckten Stein, Alter. Erste Etage geschafft, ich erzähle euch mal eine kurze Story. Ich habe geisteskrank Angst, diesen Weg hochzugehen. Für alle, die Schlappentour 2020 Doku geguckt haben, die wissen nämlich, dass ich auf Hälfte der Strecke einmal abgerutscht bin damals vor 2 Jahren und fast das gesamte Ding runtergefallen wäre. Konnte mich aber noch irgendwie festhalten, so in letzter Sekunde, im Fallen. Deswegen ist das schon ein hartes Händchen hoch. Aber weiter, Etage 2, oder? Ja. Wie sieht der eigentlich? Ja, da, Etage 2 ist gut. Also einmal schwingen, du bist schnell unten. Nach oben brauchst du ein bisschen länger. Aber liebe YouTube-Team, ihr wisst, wir sind professionelle Kletterer, machen Kletter-Content und natürlich haben wir auch ein Seil an uns. Also ist das alles sicher. Ja, keine Strike-Gefahr hierbei. So, das war die Passage, wo ich geslippt bin, irgendwo hier. Dann macht das doch doppelt Spaß. Geil, bin ich gestorben. Den Clip lassen wir in voller Länge so drin. Die ersten 3 Etappen haben wir hinter uns gelassen. Etage 4 ist jetzt da vorne, ist das Warp, das haben wir da festgemacht an einem Baum, da kann man da sich eben hochziehen. Das ist tatsächlich auch nicht zu unterschätzen, weil der Boden hier ist nicht sonderlich grippy. Gut losgelegt, ein falscher Schritt und du segelst nach links auf die Betonwand. Und dann war es das letzte Video. Von dir. Von mir zu windig. Dann wird mal mindestens noch einer von deiner Beerdigung folgen. Und das wird ein Banger. Und das wird ein Banger. Schubsi-wupsi da weg, jetzt gehe ich hinterher, schmeiß euch die Kamera zu Ette und dann geht's rein in die nächsten Sprünge. So, GoPro ab in der Hand, jetzt geht's wieder rein, nächste Sprünge. Ja! Chillig! Chillig! So, die Rope-Session ist vorbei. Ich würde sagen, die war tierisch erfolgreich. Energie ist ein bisschen raus tatsächlich. Aber irgendwie muss es ja jetzt wieder weitergehen. Deswegen werde ich mich jetzt auf das Geländer stellen und einen schönen Double A von den 14 Metern ziehen. Ich würde sagen, rein da, oder? Aufgesendet! Ich hab da gerade was gehört, Philipp. Was war das, hä? Jetzt fliegt ein Cast Gainer da runter, die 14 Meter. Und wenn du das machst, habe ich gerade gehört, macht er den Double? Ja. Schaut das? Ja. Okay, dann Rainer. Ready? Komm, Junge, das ist eine Maintenance. Alter Bär! Alter. Geiler Typ! Oh, warte ich? Oh, ich brauch irgendwas zu halten, Mann. Das war der dritte Einlauf heute. Oh, fucking Einlauf, Mann. Was ist denn weh dann? Bluten. Nein, der muss kacken. Oh, das ist der Wahnsinn hier. Jan hat den Plan, hier eine Katze runterzuwerfen. Also sich selber in der Form von einer Katze dann runterzuschmeißen. Und der ganze preppt er jetzt erstmal von der kleineren Klippe.
sag mal so, das scheppert böse von da oben, aber das ist drin. Steffen? Ja? Wenn du einen Double Card Scanner da runter wirfst, schmeiß ich die Katze vom Ray. Oh, jetzt muss ich. Jetzt will ich aber. Ja. Let's fucking go. Alter, den hast du, sowas von. Geht ja. Ready. Come on. Ja! 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 What? Oh! Alter! Das war perfekt! Junge, das war perfekt, Alter! Ey, ist das krank, Digga! Also kein Plan, ob schon jemals ein Cast-Double-Gainer gemacht wurde. Das ist insane. So, ich bin oben wieder angekommen, folgender Plan. Markus schießt dich jetzt mit dem Popcast runter, filmt aus dem Wasser. Danach Stefan nochmal ein Triple, um Quad anzutesten. Ja, und dann sterbe ich. Mhm. Oh, Alter. Ja, jetzt machen wir mal Triple und schauen. Vielleicht, ich will und kann nichts versprechen. Vielleicht fühle ich mich gut genug und dann geht der Quad. Aber es wird mich halt so reizen, weil wir haben so einen Spot nie da. Und jetzt könnte man es halt ausnutzen. Den Quad habe ich auch noch nie gemacht. Mal schauen. Push the limits. Ja. 3, 2, 1. Hey, der Typ, der ist insane. Siehst du deine Einschätzung gerade? Ja, schon Sorge. Aber müsste schon klappen. Hab ja schon mal einen gemacht aus der Höhe. Aber gut, was willst du machen außer rein? Ich meine, viele Wege führen unter die Erde, der vielleicht ein bisschen schneller, ne? Oh, das tat schon geil weh da. Woo! Oh, der piept ja aufs Ohr gehauen. Okay, Männers! Na, wartet mal! Also das ist schon ein Moment! Aber das ist Wahnsinn hier gerade! Die machen ja aus unserer Canyonbrücke kurz die A40 draus, ey! Hast du? Ja. Boah, ist das geil hoch! Okay! 3! 2! 1! Sendet! Ja! Jeder Prep war schmerzhafter. Ja! Also die war mehr als perfekt, Alter. Mehr als perfekt. Hier, Markus geht jetzt ins Wasser. Markus ist der Bailman heute. Jawohl. Fertig. Schön, Airform 10 von 10. Vertraust du Markus dein Leben an? So, perfekt, da musst du eigentlich gar keine Angst mehr haben. Ihr könnt mal Korn besseren Menschen vorstellen, neben dem ich sterben kann. Also Markus, geil. Fällt er den Quad, liegt da unten sterbend im Wasser in Markus' Armen. Können wir auch nichts Schöneres vorstellen. Stefan X. Dollinger schmeißt jetzt einen Quadflip. Und ich gebe ihm keine Faust darauf, weil das letzte Mal, als ich einen Quadflip versucht habe, ist das hier passiert. Der absolute Oberwahnsinn. Und jetzt geht's rein in den Quad. Also ich muss sagen, ich scheiß mir gerade komplett in die Hosen. Ich will jetzt nichts mehr ändern dran. Ich mach das jetzt einfach und dann schauen wir, was passiert. Was Händen ist denn scheiße jetzt? Ja, Mann. Komm, Alter! Full Send! Ja! Der war perfekt! Stefan F***ing Dollinger! Skill Mode! Bum, bum, bum! Au! Ich hab Gänsehaut bis an die Sackhaare. Alter Bärlachssporn, ey. Es hat sich nicht angefühlt wie Quad. Ich hab gedacht, das war Triple. Aber ich hab's nicht realisiert. Mach Quint, wo ich war. Aber so ein Quint. Quint müsstest du schon, glaube ich. Okay, bevor jetzt hier alle sagen, dass das ein Quint werden soll. Quad von dem Rope perfekt gelandet. Auch an dieser Stelle zum 1000. Mal. Gill Mode auf YouTube. Kanal Stefan Dollinger in der Videobeschreibung.
alle abonnieren, draufklicken, die Jungs, die ballern. Anders böse. Ja, das war ein wirklich sehr, sehr geiler Tag hier an dem See. Wurden Doubles, Triples und Quads geballert. Es war ein fantastischer Tag. Und ähnlich wie letzte Woche werden wir das Video jetzt mit der badenden Dame beenden. Ich liebe es von ganzem Herzen. Outro! Ja, sehr! Outro! Outro! Danger. Von Markus ist gerade ins Wasser gefallen, als wir hier feierlich zusammengeräumt haben. Scheiße. Outro ist so geil. Markus, dein scheiß Geld, das ist eigentlich flow und die holen den Scheiße ins Wasser. Warte, Alter, sprich Deutsch. Outro! Die Scheiße ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Alter, sprich Deutsch, 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 Deutsch. Du gehörst und nochmal langsam meiner Hotze brennt da. Huh.